Wir haben wieder was Tolles erlebt, vorhin. Und zwar waren wir, sind wir mit der Fähre nach Staten Island gefahren. Und es ist eigentlich eine ganz tolle Fahrt. Man sieht viel Wasser und man hat auf das Boot drauf. Und letztendlich ist es ziemlich langweilig, weil man steht da auf das Boot, sucht sich eine schöne Stelle aus und wartet, bis man endlich mal im Statue of Liberty ist und bis man da mal 100 Fotos vom Statue of Liberty machen kann. Und das habe ich eigentlich ziemlich langweilig gefunden. Und das Doofe ist, man muss auch nochmal wieder zurück mit dem Kahn. Das heißt, man muss nochmal auf das Boot, das dauert 25 Minuten, und wieder warten auf Statue of Liberty. Man hat ja schon 100 Fotos, macht aber noch 100, weil man weiß ja nicht, ob was geworden ist. Und da kam man von dem Boot runter und habe ich überlegt, ja, was kann man tun, dass so eine Bootfahrt für Touristen vielleicht auch ein bisschen schöner ist, damit das ein bisschen aufregend ist, damit es was zu gucken gibt. Und dann kam man da von dem Boot runter und habe ich das hier gesehen. US Coast Guard Recruiting. Da habe ich mir so überlegt, da kannst du dich ja mal bewerben. Vielleicht kann man da irgendwas, wenn man da an der Quelle sitzt, einfach was tun, damit es aufregender wird. Da bin ich dahin und habe mich da beworben. Erstmal als gar nichts. Erstmal gucken, was sie mir so erzählen. Und habe dann meine Idee erklärt, dass es halt so eine Bootfahrt aufregender werden muss. Und da habe ich das Antwort bekommen, ja, das können Sie gerne hier bewerben, kriegen auch ein Gehalt, aber wir brauchen nur noch Leute als Seehund. Seehund. Ich meine, ist ja gut und schön, aber den ganzen Tag da im Wasser zu liegen und an dem Boot da lang zu schwimmen und zu machen, das ist vielleicht auch nicht so schön. Und wenn man dann überlegt, man hatte dann irgendwann Feierabend, die Boote fahren ja auch nicht nachts und ist auch doof, da im Dunkeln da an so einem Boot lang zu schwimmen. Und man lernt irgendwo Leute kennen und die fragen dann einen, ach, was machst du denn so beruflich? Du lebst in New York, toll. Ja, ich bin ein Seehund. Kann man auch jetzt niemand wirklich mit beeindrucken. Deswegen habe ich gesagt, weißt du was, mach dir selber auf Seehund. Ich fliege irgendwann wieder zurück nach Düsseldorf, Ruhrpott, Dortmund und mache einen auf Holländer in Deutschland und es ist auch schön. Tschüss.